Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Astron hier. Mit den beiden Bekloppten hier. Ja, mit dem Müllmännchen Coach Carter. Hi. Juhu. Und der Danu. Hi. Und der Coach ist immer noch so leise. Red gefälligst lauter. Ich rede lauter? Jetzt besser, ja, jetzt über Steuer. Jungs. Ja, bitte? Wir haben doch die letzte Folge Gemisch gesammelt. Du hast Gemisch gesammelt. Okay, wo wollen... Hey, ich wollte nur Danu, doch nicht. Wir spielen in einem Team, du hast es noch nicht ganz verstanden. Halt mein Moped. Gleich fliegt wieder irgendein Auto, weißt du? Wofür habe ich eigentlich das Spiel neu gestartet? So. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wo Danu ist. Ach, der ist auch oben. Okay, gut. Hallo. Ja, natürlich. Ich lasse mich doch nicht von euch begraben. Ich zeige euch jetzt mal, wie man Gemisch sucht. Ich wollte eigentlich fragen, wo wir es einsetzen wollten. Wir wollten das mitnehmen, dass wir ordentlich dabei haben. Das zum einen. Und zum anderen wollten wir gucken, was wir damit noch bauen müssen. Oder wie viel wir wirklich brauchen, weil, wenn wir, weiß ich nicht, noch eine Windfahne bauen wollen oder so ein Windrad da oder was weiß ich, Batterie. Wie viel wir halt wirklich brauchen. Dass man das mal so groß. Na gut, dann lege ich es einfach zu unserem Raumschiff mal rüber. Genau. Zum Raumschiff rüber oder ja, irgendwie so. Hier ist ein Energiepinöpsel, das ist gut zu wissen. Und ob ich hier irgendwo auch noch. Dann kann ich ja jetzt Kalbi trinken, oder? Du kannst nein, Kalbi nein, trinken. Nein. Wir müssen mal gucken, wie gesagt, schlag doch einfach mal, geh doch mal zum Drucker und schau mal, wie viel. Was man für Ressourcen braucht, um zum Beispiel Batterie zu bauen, dieses Windding zu bauen und dergleichen. Für die Batterie müssen wir 2 Lithium mitnehmen. Haben wir. Lithium haben wir, das ist kein Ding, ja. Mhm. Für die Windturbine bräuchte man 2 Aluminium, die sind auch da. Oh, hier ist voll schön. Oh, ich bin jetzt mitten im Grünen. Ist voll schön. Aluminium. Wir haben übrigens nur ein Lithium, oder wo habt ihr... Achso, nee, da haben wir ja da drüben. Lithium ist in der Grube. Ich habe jetzt auch nochmal gemischt, dann haben wir auf jeden Fall genug, wenn du schon so viel hast. Ich denke, hier kriege ich jetzt auch nochmal 4 rum. So. Also das brauchen wir für Batterie. Das brauchen wir für Windturbine. Dann schauen wir noch Solar. So. Ja, ich habe jetzt auch nochmal so ungefähr 5 gemischt, knappe. Energie? Das ist Energie. Für eine Winde braucht man Titan, aber ich weiß noch nicht, wozu eine Winde gut ist. Ja, auch der Bohrkopf oder sowas, das interessiert mich alles schon auch sehr. Aber das ist in der Tat die große Frage. Also ich vermute, die Winde ist dafür da, falls Koja mit dem Wagen in der Grube fährt. Dass du wirklich vorne so ein Bohrkopf dran machen, das wäre auch cool. So einen Tunnelbohrer machen könntest. Ich bin gespannt, was wir da noch alles bauen können. Das ist auf jeden Fall noch viel mehr, als wir denken, glaube ich. Ich hätte gern mal so eine Gemischquelle. Habe ich gerade abgearbeitet hier. Sind die einfach weiß oder wie? Weil ich habe hier eine Sauerstoffquelle, eine Energiequelle kenne ich, aber eine Gemischquelle habe ich noch nie gesehen. Ach ja. Oh oh. Oh oh. Hm? Wenn du so oh anfängst. Okay. Ich war jetzt erstmals so weit weg, dass ich die Markierung von der Basis nicht mehr gesehen habe. Das war halt neu. Achso, ja, das ist im ersten Moment. Das lustig. Ding ist, ich hätte sie wahrscheinlich gesehen. Das ist nur tatsächlich die Rundung des Planeten, die. Ne? Ja.
Da der wirklich eine Kugel. Ich glaube, ich weiß, welchen Canyon du vorhin hattest, Danu. Wo du nicht drüber kamst. Wenn dort zwei organische Dinger rumliegen, ja. Geronimo! Ich schaff's nicht. Schaka, du schaffst das nicht. Ging das nicht anders wie Chaka, du schaffst das? Naja. Ja, also positiv, Coach. Ja, aber hier bin ich. Aber gut, wenn Coach jetzt auch eine Gemischquelle hatte, ich habe auch viel Gemisch, also das haben wir jetzt. Dann müssen wir nur gucken. Lithium, boah. Ich habe alles vorbereitet. Liegt alles schon beim Raumschiff. Gott. Was macht es tatsächlich, diese Folge noch ein Take-Off zu machen? Sieht fast so aus, oder? Als wären wir eigentlich startklar. Müssen wir noch harzen? Müssen wir noch? Müssen wir noch Harz, ja, zusammentragen? Haben wir nicht Harz genug? Harz haben wir genug, ja. Müssen wir nur noch einsacken quasi. Und dann eigentlich Aluminium noch einsacken? Ist vielleicht noch alles schon beim Raumschiff? Auch schon. Ja, oh ja, doch nett, ne? Ich habe jetzt nebenbei hier ein wenig Terra gefunden. Toll. Nein, doch nicht das. Darüber. Schade, dass man nicht so ein Moped noch mitnehmen kann, irgendwie, dass man das so dran flanschen könnte. Gemischlager. Haha. So. Ah ja, hier schon Gemisch. Okay, machen wir jetzt mal Folgendes hier. Was könnte man noch mitnehmen, was wir ans Lager flanschen könnten? Da irgendwas. Sonst mache ich da jetzt Lithium und Aluminium und so einen Spaß dran. Da machen wir Lithium, Aluminium dran, eventuell. Ja, oder wollen wir so ein Windfähnchen mitnehmen, noch mitnehmen, dass wir die schon vorbauen? Hm? Wollen wir ein Windfähnchen mitnehmen, dass wir das schon vorbauen oder so? Die könnten wir aber einfach von da mitnehmen, oder? Ja, oder so, oder ja, die kleinen können wir einfach so mitnehmen. Weil da haben wir ja mehr als genug. Genau, dann sammeln die mal ein, dann machen wir zwei, drei Windfähnchen, dann können wir die nämlich schon dran flanschen. Kann die da nicht rausnehmen, oder? Nee. Und diese kleinen Solarmodule gehen doch auch. Komm, ein Solarmodul nehme ich noch. Genau. Oh, warte mal, schau her, die kommen wir sogar da dran. Wo? Oben auf die Kapsel. Wie? Kapsel? Na, schau mal die Kapsel, die neben unserem Dreisitzer ist. Ach so, da ist auch noch Platz. Ja. Jo. Hast du beide Slots belegt davon, ja, oder wie? Genau. Okay, ich habe das Solarmodul an die andere, dann passt das doch. Dann mache ich da jetzt noch. Dann nehmen wir uns noch eine Gemisch. Zweite Windfahne. So. So. Die Windfahne machst du auch gerade dran? Ja, ich schau gerade. So, ja, klick. Sitzt, genau. So, und dann können wir das Gemisch hier noch ins Inventar. Zack, 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 Rucksack voll. Und den Rest können wir mit dem Harz 4 voll, Harz voll machen. Genau. Jetzt überlege ich nur, ich habe nur einen Slot belegt mit diesen zwei. War die hier irgendwo dran? Was? Ich hab zwei von den blöden, warte mal, von diesen Verbindungen. Genau, die mache ich mal dahin und dann baue ich mir lieber einmal neue. Mhm. So. So, wo ist denn der Coach? Ich komme, ich habe den Rucksack voller Gemisch. Auch Gemisch. Du solltest aber Harz nehmen eher. Dann lass mal das Gemisch hier, wenn wir wieder zurückkommen, haben wir dann hier auch noch was. Oh, hier hängt auch noch. Titan hängt hier noch. Müssen wir das nicht auch noch mitnehmen? Titan brauchen wir, was ich da sehe, bisher nur für einen, für die Winde. Ne, wenn wir was Neues bauen, ist die Frage halt. Also so eine Station hier. Ich meinte, für irgendeine Station brauchte man Titan. Ich schaue es gerade durch. Unter Einsatz meines Lebens habe ich dieses Gemisch gesammelt. Ja, ist doch super. Wie gesagt, kann man nie genug haben. Wenn wir hier zurückkommen, haben wir wieder. Ahn, Kohle haben wir bisher überhaupt für noch gar nichts gebraucht. Ja, die Kohle kannst du eben für den Generator, für den anderen. Für den großen, genau. Für den Stromgenerator oder was? Mhm. Aha, ja, okay. Den wir am Drucker da machen können. Aber wir haben halt kein Stromproblem gehabt, das heißt, wir haben es meistens einfach gelassen, so. Mhm. Gut, dann bin ich mehr mit Harz voll. Ach, du hast jetzt auch Harz, oder wie? Ich habe jetzt hauptsächlich Harz. Dann mach du halb Harz, halb Gemisch. Gut. Ich jetzt. Ja, Coach. Ja, dann mache ich jetzt halb Harz, halb. Ja, halb Harz, halb Gemisch und ich habe
hauptsächlich Gemisch und eine Harz nur. An der Maschine selbst hängt, glaube ich, nur ein bisschen Gemisch. Und Alu haben wir ein bisschen was auch nur, das ist nicht viel. Ja. Naja, aber wir werden ja auf den anderen Planeten wird ja auch was zu finden sein, oder? Ja, das kann man halt hoffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem... Da gehe ich jetzt von aus, also... Ob jeder Planet da identisch ist. Wie kommt man da überhaupt rein? Stell dich nachher. Ja, du musst dich da, dann Tab. Wird das auch genau, dann wird das auch angezeigt. Coach, wir warten nur noch auf dich. Naja, ich musste noch halb machen hier. Ja, halb Rind, halb Schwein. Alter, okay. Aha, besetzt. Ladies and Gentlemen. Ja, ist nur noch auf der Seite Platz. Ich sitze. Okay. haben wir auch den Herd ausgemacht? Nein, also drück auf los. Okay. Ladies, Gentlemen, festhalten, anschnallen. Mhm. Mach mal die Tür zu, Alter, jetzt. Yeeha! Okay. Und nun? Warten. Erstmal warten. Also. So, jetzt können wir warten bzw. schauen, bis wir was in der Nähe sehen, wo wir gern hin wollten. Oh. Hm? Scheiße, oder? Nee, wieso? Dreh doch mal ein bisschen die Kamera. Ja, ich dreh die Kamera, aber... Dann wart einfach ein bisschen, da kommt noch mehr. Ja, und kommen wir auch wieder zurück zu unserem Planeten? Ja, du musst doch nur merken, welches es ist. Kann ich irgendwie... Oder sind wir jetzt hier in der... Hä? Moment. Achso, können wir diese Punkte da auf der Welt dann anklicken oder wie? Oder was? Ja, die Frage ist, welches ist unser Punkt? Ich weiß es nicht. Wo ist unsere Keine Basis? Ahnung. Da, wo unser Haus ist. Da ist eine Hausmarkierung, genau. Ah ja. Ne, da könnte man theoretisch wieder landen, okay. Wollen wir hier diesen blauen hier? Der blaue sieht cool aus, oder? Ja. Wie kann ich den jetzt anwählen? Was für ein blauer? Achso, da unten der. Planet. Warte, bis er noch ein bisschen näher ist. Da kommt dieser Mond vorher. Ja, ich weiß, da kommt der Mond vorher, aber ich kann den Planeten nicht anklicken. Wie soll ich denn da hin? Oder muss ich hier landen klicken? Ich würde sagen, jetzt kannst du es probieren mit dem Landen. Ah. Hoffe ich. Da haben wir einen Tundra-Planeten. Oder wir landen auf dem Mond. Karg. Karg ist scheiße. Nein, nicht Mond. Dann habe ich da hinten wüstenhafter Planet. Okay. An die anderen komme ich nicht. Da musst warten, die nähern sich alle so nach und nach an. Wollen wir Tundra machen? Okay. Tundra ist auch cool, oder? Tundra muss es auf jeden Fall Rohstoffe geben. Das Interessante ist, dieser, der ist doch so ein weißer Planet. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Der ist einfach nur knatschweiß, sonst nix. Den kann ich ja, gar nicht anklicken. Ja, der ist aber bei mir ziemlich nah bei der Sonne, also. Oder meistens die Sonne? Nee, da ist doch dieser wüstenhafte Planet, der rote. Dann ist da so ein gelber. Oh, der bin ich auf Verstrahlt. Ich habe auf Verstrahlt geklickt. Ich dachte, man kann den anklicken. Ich dachte, man kann die anwählen. Wir sind jetzt bei Verstrahlt. Hervorragend. Passt doch. Ich meine, passt zu uns rein, aber es ist ja... Oh, ja, dann such doch einen schönen... Ich kann jetzt aber auch sagen, ja, aber jetzt sind wir da. Nein, ach Quatsch, komm, hier, wir machen wir nochmal. Ach so, und dann kann man hier durch die Gegend... Okay, also dieser Weiße ist nicht anwählbar. Jetzt sind wir hier bei dem Verstrahlten. Ach, ich verstehe es so langsam, glaube ich. Warte mal, Da sind Punkte, die du anwählen kannst. Jetzt gehen wir zu dem Wüstenhaften. Ja. Ich sehe schon, er verbraucht unser ganzes Hydrazin, bevor man... Ja, ist so, aber... Gab es ja in Massen bei uns. Also ich hoffe, bei den anderen auch. Wüstenhaft. Sieht aber natürlich, da siehst du ja nur rot. Wow. Ja, gucken wir uns mal an. Wir sind ja Forscher. Eben. Meinst du? Klar. Wollen wir auf dem Wüstenplaneten? Ja. Ich hätte eigentlich die Tundra bevorzugt, aber... Dann geht's ja Tundra. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, ob wir irgendeinen schönen Platz hier kommen am Pol. Zack. Also ein bisschen grün. Irgendwas ist da noch gewesen. Schauen wir mal, wo der Kuja uns absetzt. Ich weiß es ja auch nicht. Oh, okay. So viel Rot ist hier gar nicht. Das ist mehr so... braune Scheiße. Doch schön, oder? Mhm. Viel Ressourcen. Ein Traum. Ich finde, wir haben
Also, ich find's super. Ich weiß nicht, was ihr habt. Oh. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Was, hier fliegen Stacheln. Hier fliegen Stachelbälle. Ich bin auch gerade gestorben. Und ich kann nicht sagen, warum. Das ist auch, das stürmt doch hier auch, oder? Ach so. Das ist ein Sturm? Ja. Das ist super. Also ich habe Lithium gefunden. Also ich bin im Raumschiff. Ich bin gerade im Raumschiff, nachdem ich gestorben bin. Au! Au, ich bin tot. Und jetzt hängst du halb im Boden. Tab drücken, dann kannst du einsteigen. Ich bin schon raus. Ist der Sturm vorbei? Weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht, oder? Weiß es nicht. Ja doch, jetzt scheint er. Oder ich muss zu meiner Leiche kommen, ich hab da die ganzen Sachen drin. Läufst du normal? Läufst du normal immer so? Nee, es ist immer noch Sturm. Die fliegen doch immer noch Sachen durch die Gegend, oder? Ich steig wieder ein. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Wolltest du das einsteigen? Nee, das. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube, die fliegen hier immer. Sonst lass uns einsteigen und auf den Tundra-Planeten. Ja, ich muss nur mein Loot. Mein Loot ist ja auch weg. Ach so. Den müssen wir schon holen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Okay. Also hier ist, also was Ressourcen betrifft, ist das geil hier, ne? Möchte ich mal betonen. Hier ist Lithium und Malachit an der Erdoberfläche, wenn man das so nennen kann. Sieht irgendwer die Markierung von meiner Leiche an, oder? Doch. Wo? Rechts von dir. Kannst du hingehen? Hier fliegen wieder Kugeln. Hier, da, hier liegt sie. Hier. Ich sehe mich nicht. Das ist schlecht. Ja. Warte, Danu, stopp. Dann folgendes. Ich werf dir mein Zeug hin und ich nehme deins. Alter. Wie übel. Kannst du das nehmen, was ich hier hinlege? Ja. Okay. Vielleicht kann Sauerstoff. Moment, ich auch nicht. Sauerstoff schnell. Wir hätten das doch in der Nähe vom Raumschiff machen können. Nein, dann kann ich deinen ja nicht direkt aufnehmen. Ich wollte den jetzt nicht noch verlieren, wenn du nochmal stirbst oder so. So. Also, hier liegen noch drei Dinger, glaube ich. Eins, zwei. Übel, aber man kann den Dingern gut ausweichen, diesen Stacheln, die da fliegen. Schau mal. Hier ist eine Kuhle. Ach, das hast du da reingelegt, okay. Nee? Ja, nee, ich habe das da reingelegt. Du hast das da reingelegt, okay. Also von mir aus schauen wir zum anderen Planeten. Ich find's, weiß nicht, ich find's eigentlich auch interessant. Ne, dann machen wir da weiter. Wir müssen nur gucken, ob wir hier auch die Grundressourcen haben, weil hier oben sehe ich jetzt nur, Alter, hier fliegen schon wieder die Stacheln, ne? Dann kannst du aber, wie gesagt, ausweichen, man muss nur permanent aufpassen. Dann entleere ich mich mal, damit nicht dauernd. Die Frage ist halt, hier oben hast du jetzt Malachit und Lithium und so ein Scheiß, aber hast du auch Energie, hast du Sauerstoff, hast du Gemisch? Energie habe ich auch gefunden. Energie ist da zum Beispiel, Cola. Okay. Das sind diese weißen Flecken. Übrigens, Achtung, hier gibt's Giftwolken. Ja, ja. Oh, große Giftwolken. Aha. Wir fliegen weg. Ja, lass uns hier mal weg, weil ich kann hier, irgendwie kann ich hier auch keine Dinger setzen hier. Los, alle. Ja, Moment. Ich muss aber erstmal das Inventar wieder voll machen. Ich wollte sagen, das Zeug, mein Inventar ist voll. Das solltet ihr hoffentlich hinkriegen, dass das alles drin ist. Ja, alles? Nee. Was? Wir haben wohl schon zu viel abgebaut. Ich hab überhaupt nichts abgebaut. Die zwei Sachen krieg ich nicht mehr rein, du? Hab nie abgebaut. Ja, ich krieg das eine Gemisch jetzt nicht mehr rein. Ja, es kommt, weil ich jetzt einmal Verbindungen dabei habe. Ah, aber die brauchen wir ja gleich sowieso am nächsten. Ja, egal, lass mal eingemischt halt hier, scheiß drauf. Das ist mir jetzt so unheimlich. Okay. Jetzt ist Danu im Fahrersitz, dann musst du machen. Ach so? Ja, oder? Ne, ich kann das auch. Ach, man kann das von allen Sitzen aus. So. Okay. Ich mach's dann wieder, ne? Ja. Danke. Und hier waren tschüss, Planet. Hallo, war super. Alles für die Forschung. Ja. Wir kommen bestimmt wieder. Was fliegt denn da vorne? Sieht aus wie eine Raumstation. Seht ihr das?
So, knapp vor uns. Ach so. Ja. Okay, ich gehe mal wieder in die Weltenkarte. Und dann nimm doch jetzt mal Tundra. Ich versuch's, ich komme noch nicht dran, ehrlich gesagt. Wir müssen ein bisschen warten. Also. Komm an den Verstrahlten. Das Problem ist, dass ich von hier irgendwie nicht wegkomme und nicht weiß, wie ich das beeinflussen kann. Einfach nur durch Warten, meines Wissens. Ich fürcht's auch fast. Please hold the line. The planet you're called is temporary not available. Genau. So, Tundra. Oha. Nee, Tundra, nicht Oha. Der nächste freie Planet ist direkt für Sie da. Okay. Sieht von außen immer sehr spannend aus. ist das Eistundra, hä? Sieht so eisig aus. Ja, Tundra ist da so gemischt, ne? So von allen so ein bisschen, oder? Wollen wir landen? Da, wo noch so ein bisschen rot ist, also wo wir möglichst viele verschiedene Farben haben, oder? Ja. Hab jetzt einfach mal geklickt. Also noch haben wir ja Sprit genug, also wir können ja noch ein paar Planeten aus. Ja, ja, gut, jetzt haben wir ein Drittel raus. Also ein, zweimal können wir noch, dann haben wir keinen mehr. Oh, das sieht aber krass aus hier. Ja. Also, so. Wer steigt als erstes aus? Ich jetzt nicht. Aha. Hier scheint ein Sturm zu sein, weil er bewegt sich so. Ja, ja, stimmt, oder? Er bewegt sich so. Ein bisschen geduckt, ja. Ja. Aber jetzt nichts Gefährliches bisher. Ich wollte sagen, hier fliegt im Moment nichts. Das ist schon mal. Aber hier geht's runter. Hier, zup, 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 und dann ist es auch nicht mehr so. Hey, hör auf, bleib stehen. Oh, hier ist nicht mehr eisig jetzt. Aha. Rutschbahn? Ja, war ziemlich Rutschbahn. Hier ist zumindest Sauerstoff. Das ist schon mal okay. Energie. Oh Mann. Ich glaube, hier ist immer Sturm. So wirkt das zumindest irgendwie. Ja. Was? Cool. Ach, hier ist ja direkt eine Höhle. Hier ist ja direkt eine Höhle, oder? Ja, ja, da ist direkt die Höhle, ah. Da ist ein bisschen Sauerstoff dran. Ich habe da wieder eine kleine Kuhle, wo es euer Zeug reinlegen könnt beim Schiff. Aber ich würde fast sagen, hier könnten wir siedeln. Ich hätte das jetzt erstmal hier an der Höhle gelegt, hier vorne. Ja, dass wir da vorne nahe der Höhle siedeln, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich finde das eigentlich gut. Oh, das ist interessant. Den Sauerstoff. Ja, da rechts von dir ist Sauerstoff. Ja, am, ja. Am Berghang. Siehst du es? Ich eile. Ja. Nein, das noch nicht. Da unten ist direkt, du hättest direkt abbauen können. Er kommt gleich schneller wieder zu uns, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Naja, dann müssen wir ja nur das Ding von da oben nehmen. Und aufbauen, diese, oder? Ja, soll ich das nehmen? Achso, ja. Nee, warte mal. Nimm du mal, du hast doch dein Inventar geleert, oder? Ja. Nimm du mal das Solarmodul und die so, ja, Fahne klar. Davon ab. Dass die weg sind dann irgendwie. So. Genau. So. Und jetzt, wupp, habe ich das Ei? Aha, ich nehme mal da noch. Gehe ich mal mit dem Ei da runter. Wer von euch ist jetzt einmal sticken? Ich. Achso. Ja, macht nichts. Ist egal jetzt. Ich leg mal eben mein Inventar hier ab, dann ist es jetzt auch wurscht. Huh, das war knapp, da geht's ja nochmal richtig runter. Oh, jetzt kommt der richtige Sturm. Mir egal, ich bin gerade umgefallen. Oh, jetzt kommen noch die Steine. Ja, ich setze das Ganze aus. Ach, da ist der Sauerstoff. Direkt dort, wo Coach gestorben ist. Ich bin gerade noch so in die Höhle reingekommen hier. Ja, ich bin auch in der Höhle. Ich hoffe nur, mein Sauerstoff reicht. Sind noch immer Steine am Fliegen? Nein, ich glaube nicht. Wo bist denn du? Weg. Ich bin einfach irgendwo da. Hi. Warum bist du nicht einfach da weiter rein? Ich habe dich nicht gesehen. Ach so, okay. Ah, da oben fliegen die Steine. Okay, hier unten ist noch safe. Gut, jetzt pass mal auf. Hier ist die eine Höhle und da vorne ist die andere. Haben wir das Habitat schon irgendwo aufgebaut? Nee, das Habitat. Ich habe das Habitat. Also das Habitat habe ich noch. Das ist ja cool, weil so sauerstofftechnisch hier unten. Ja, dann.
Aber hier unten ist irgendwie wie, als wäre eine Giftwolke jetzt, oder? Ich habe irgendwie, als hätte ich gerade Schaden gekriegt. Soll ich das einfach mal aufbauen, das Habitat? Ja, mach mal. Ist ein bisschen uneben hier, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Ich denke schon. So. Okay. Oh, steht's aber schief. Ich dachte, das begradigt sich. Ja. Können wir das anheben? Muss schauen. Wo liegen denn die Verbindungen? Ich habe doch Verbindungen gebaut. Nein. Anheben können wir es nicht. So kann man es eventuell machen, ein bisschen. Schade, man kann es nicht wieder abreißen oder so, dass man das jetzt gerade stellen könnte. Hätten wir vorher begraben. Ja, so. Ja, so. Wissen wir jetzt fürs nächste. So könnte. Ja, doch, so ist gut, Dano, stimmt. Ja. So könnte man ein bisschen was arbeiten. Dann von innen raus begradigen. Genau. Ja. Ich habe ein Problem mit den Verbindungen. Welcher? Hm? Ich kann nicht sehen, bis wohin die, was Sauerstoff kannst du, hier ansetzen. Kannst du schon mal die Energie dran machen? Genau, das ist gut. Ja, und... Was, kannst du nicht sehen? Du kannst nicht sehen, Ich kann nicht sehen, ob die bis wohin das läuft mit dem Sauerstoff, wenn ich die Verbindung setzen will. Okay. Danu, wie ist bei dir? Ersetzt sie mir auch gar nicht. Aber was? Nee, stimmt. Ich kann die Verbindung hier gar nicht setzen. Die verschwinden zwar, da hast du Koja, probier sie mal. Und das alte von der Heimat noch, oder? Nee, die habe ich gerade eben. Okay. Bei mir geht's. Ja, warte, dann... Versuch mal, ob du jetzt setzen kannst, wenn du da dran flanschst, quasi. Ja, oder? Also ich sehe deine Schnur. Nee. Ja, meine, aber ich sehe nicht von dem... Warte, dann musst du die kriegen hier. Kann die nicht setzen. Es ist ja jetzt... Warte mal. Ich sehe deine Platzierungsschnur. Ich sehe auch, wie das... Ja, aber ich halt nicht. So, hier nimm mal. Ja, ich habe keinen Platz. Moment, warte, dann nimm du das Harz entsprechend mal. Ja. Gehe ich hier mal hin. So. Dann müssen wir da auch nochmal neu starten dann nachher, dass er nochmal neu reinloggt. So. Wohin soll ich denn mal in die Höhle mehr reinsetzen oder so? Dass man erstmal, ne? Würde ich sagen. Dass wir erstmal in die Höhle kommen, okay. Boah. Das war gut. Ah, hier liegen auch noch Verbindungen, falls du dann noch welche brauchst. Da. Uah. So, ich habe mein Inventar von oben noch geholt. Ja, man rutscht hier so schön runter, gell? Ja. Wo liegen noch Verbindungen? Na, warte, ich hab. Wo bist du? Hier. Ja. In der Höhle? Nee, ja, neben dir. Ja. Lol, schau mal, wie windig es hier ist. Das ist krass, ne? Schau, siehst du das Ding, den Zwischenpunkt, den ich setzen wollte? Zwischenpunkt? Bei mir wandert der. Na da, beim Shuttle. Zwischenpunkt? Achso, ja, da, ja, was ist damit? Wandert der oder steht der ruhig bei dir? Oh, ne, der wandert. Mhm. Das ist gut. Oh. Du hast einen gemacht? Ich habe einfach gemacht. Okay, der ist unsichtbar. Also ich glaube, wir müssen wirklich nachher neu starten. Wir haben aber auch gerade, weiß nicht, 28, 29 Minuten. 28 Minuten, ja, wir haben... Nutzen wir das doch einfach. Dann nutzen wir das doch einfach. Ihr reloggt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann bauen wir hier unsere Basis in einem doch recht feindlichen Planeten. Das finde ich halt so spannend. Also jetzt hier permanent Sturm. Und ich habe mal gedacht, das unterscheidet sich nicht, hat es geheißen. Ja, es ist schon also, muss ein krasser sagen, Unterschied, oder? Eben. Also auch der Wüstenplanet, was wäre der hart gewesen? Stell dir mal vor, wir müssten dort siedeln mit diesen, mit dieser permanenten Gefahr von diesen Teilen, die da kommen. Da kommt Baloo mit dem Todescounter nicht hinterher. Ja, also der Wüstenplanet ist richtig für Fortgeschrittene. Aber ja, das müssen wir irgendwann auch nochmal machen. Genau. Also, wir können ja nicht uns nur hier so Anfängerplaneten raussuchen. Das geht ja gar nicht. Wir sind ja schon fortgeschrittene Astronauten. Wir sind ja schon groß. Bevor Koja jetzt ganz durchdreht. Bis zum nächsten Mal. Gerade genug. Ja, dann bauen wir uns halt so ein bisschen in diesen Berg rein. Oder? Doch, okay. Ja. Ne? So, dann das mal rüber. Wird eine schöne Basis. Mhm. Schönen Basen kennen wir uns ja aus.
Also, bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.